Ehrlich gesagt, am liebsten würde ich genau so gehen. Ashton, ich habe eine wunderbare Nachricht erhalten. Oh, entschuldige. Mein Gott, Schwesterchen, du tust ja, als ob Menschen in Kleidern auf die Welt kämen. Ashton, ich habe eine Nachricht von Billy. Er ist schon seit 3 Tagen in Charleston. Und er hat sich bis jetzt nicht gemeldet? Nicht sehr galant. Wahrscheinlich hatte er dafür gute Gründe, aber das macht ja nichts. Hauptsache, er ist in Fort Moultrie und er kommt heute Nachmittag in die Stadt. Oh, wie schön für dich. Oh, zu dumm sowas. Wieso? Was ist? Ich weiß nicht, ich müsste ja jetzt auch James verständigen, dass Billy hier ist. Oh, das muss nicht sein. Ich treffe Billy außerhalb des Hauses. James muss gar nichts erfahren. Ich würde mich natürlich auch freuen, ihn zu sehen, aber ich habe eine von diesen dummen Versammlungen. Außerdem bin ich sicher, dass ihr 2 Turteltauben lieber allein sein wollt. Also richte Billy schöne Grüße von mir aus, hörst du? Mhm, mach ich. Und beim nächsten Mal klappt das auch mit James. Aber eins lass dir sagen, Schwesterchen. Ihr müsst heute ganz besonders vorsichtig sein, du und Billy. Heute wird gewählt und die ganze Stadt spielt verrückt. Insbesondere, wenn diese blöden Yankees den Analphabeten ins Weiße Haus wählen. Ashton! Oh! Brad, Schätzchen, ich wollte damit nicht sagen, dass Billy ein blöder Yankee ist. Das weiß ich doch. Ich danke dir. Wir werden gut aufpassen. Charles vor Wochen geschrieben, aber ich habe immer noch keine Antwort, falls er überhaupt geantwortet hat. Charles hat sich bestimmt sehr gefreut, dass du ihn gebeten hast, dein Trauzeuge zu sein. Falls er jetzt nicht auch glaubt, mit blöden Yankees dürfe man nichts zu tun haben. Er ist dein Freund, Billy. Das würde er nie denken. Ich hoffe. Selbst wenn er sich entschieden haben sollte, für den Süden Partei zu ergreifen. Ich würde es sehr bedauern, wenn er sich so entscheiden sollte. Wirklich, Brad. Du denkst dabei an Ori, nicht? Er ist mein Bruder. Ich möchte ihn wirklich nicht verletzen. Ich war wütend in der Nacht, in der ich weggelaufen bin und viele Dinge gesagt habe, die mir jetzt leid tun. Ja, dann werden wir also weiter auf seine Erlaubnis warten. Nein. Aber ich wäre froh über seine Zustimmung. Meine Familie bedeutet mir genauso viel wie dir deine. Ich weiß. Und sie bedeutet Ori mehr, als du dir vorstellen kannst. Brad, wir können nicht warten, bis dein Bruder wieder zu sich selbst gefunden hat. Wir müssen auch an uns denken. Ich weiß nicht, ob ich wieder Urlaub bekomme, aber wenn ja, möchte ich, dass wir sofort heiraten. Verstehst du? Können wir das verantworten, Billy? Ich liebe dich, Brad. Wir haben lange genug gewartet. Das sind die Glocken von St. Michael. Das wird vielleicht das Ende unserer Welt sein. Lass uns mal rausgehen. Oder hast du Angst, dich draußen mit einem Yankee-Offizier sehen zu lassen? Nein, keine Angst. Ich wäre stolz. Dann gehen wir.
Das Lied der französischen Revolution, die sind wohl verrückt. Das ist die amerikanische Revolution von 1860. Kanonenfeuer! Die Kadetten in der Zitadelle, es ist ein Salut. Ich hab mich richtig erschreckt. Alle nicht sehr freundlich aus. Seht euch die an. Billy, diese Männer. Ganz ruhig, Brad. Hallo, Yankee. Geh hinter mich. Was wollen Sie? Du wirst doch wohl nicht in all die Leute feuern wollen. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Wir müssen sehen, dass wir hier wegkommen. Das wird zu Billy, gefährlich. Billy, hinter dir! Komm, komm, renn! Zurück! Hinterher! Komm, schnell! Nicht, dass alle Yankees ihn wählen. Ja, doch wenigstens aus den Südstaaten wäre. Fest steht, die Sezession ist eine Frage unserer Ehre. Da haben Sie verdammt recht. Wir müssen uns vom Norden trennen. Brad hat sich gleich hingelegt. Sie war immer schon ein Angsthase. Mich bringt sowas nicht so leicht aus der Fassung. Sie sollte daraus gelernt haben, sich nicht auf der Straße mit einem Yankee zu zeigen. Mhm. Sie hat es ja geradezu herausgefordert. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber jetzt will ich alles über den Sonderkonvent hören. Wir haben die Sezession fast geschafft, für die wir so lange gekämpft haben. Und nicht nur South Carolina. Wenn wir uns lossagen, werden uns 6 weitere Staaten folgen. Freiheit, eine neue Regierung. Und ich werde ganz oben sein. Und du auch. James! Vorsicht, du verschüttest mein Champagner. Er ist kostbar und teuer. Bald kannst du drin baden, wenn du willst. Miss Ashton, ein Gentleman möchte Sie sprechen am Vordereingang. Wer ist es, Rex? Ich weiß es nicht, Ma'am. Er sagt, er muss mit Ihnen wegen eines Auftrags sprechen. Na schön, ich komme gleich. Wohl der Mann meiner Schneiderin. Nur einen Moment, ich bin gleich wieder da, Liebling. Und dann erzählst du mir alles, was ich wissen will. Ich hatte ihnen doch gesagt, sie sollten morgen kommen. Ich will mein Geld für die Jagd auf dem Yankee. Mein Mann ist zu Hause. Kommen Sie morgen wieder. Nicht meine Schuld, dass es nicht geklappt hat. Hat eine Waffe gezogen. Hätte jemand abknallen können. Und meine Jungs muss ich auch noch bezahlen. Sie haben ihn nicht getötet und erwarten, dass ich sie trotzdem bezahle? Ja, jetzt. Sie sagten $20. Und zwar in Gold. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Besten Dank, Madam. Ashton, wer war das? Niemand von Bedeutung, Schatz. Nur jemand, der etwas haben wollte für nichts.
Traue meinen Augen nicht. Bist du es wirklich, George? Nun lass uns mal die Jahre vergessen und mach ein fröhliches Gesicht. Dann werden wir wieder die Alten sein. Jed, bring Mr. Hazards Gepäck rauf ins Gästezimmer. Und sorg dafür, dass dem Miramess das Bett herrichtet. Warum hast du mir keine Nachricht gegeben, dass du kommst? Weil ich nicht wollte, dass du mir absagst. Ich weiß, ich habe nicht geschrieben, aber ich war sehr beschäftigt. Dann die Ernte und diese politischen Unruhen. Ja. Als ich in Charleston aus dem Zug stieg, fühlte ich mich an Mexiko erinnert. Nur glaube ich, dass ich da willkommener war. Wie sieht's im Norden aus? Fast genauso wie hier. Es gibt im Norden manche Leute, die es kaum erwarten können, dass South Carolina sich lossagt, damit wir alle in den Krieg ziehen können. Aber die Politik hat mich nicht hierher geführt. Was dann? Der Versuch, unsere Freundschaft zu retten. George, hör mir erst mal zu, Ori. Ich wollte mich schriftlich entschuldigen, aber das schien mir nicht der richtige Weg zu sein. Deshalb hielt ich es für richtig, zu dir zu kommen. Es tut mir leid. Bitte lass nicht zu, dass Fanatiker wie meine Schwester oder wie diese Leute hier unten unsere Freundschaft zerstören. Hast du was von Virginia gehört? Nein, seit jenem Abend nicht mehr. Das ist eine Geschichte für sich. Ich hätte nicht Partei ergreifen sollen für sie. Ich war wütend. Ich auch. Du beschämst mich, George. Und ich bin froh, dass du gekommen bist. Und jetzt kann ich mich auch entschuldigen. Ich habe dich vermisst, George. Das ist ja großartig, George. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Du wirst ein wundervoller Vater sein. Ende März, wenn alles gut geht. Wird's ganz sicher. Oh, das glaube ich auch. Constance ist eine wunderbare Frau. Mein Bruder Stanley und seine Frau Isabel dagegen gehen mir manchmal ganz schön auf die Nerven. Aber damit wollen wir unsere Zeit nicht verschwenden. Erzähl mal, wie es dir geht. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Was ist mit Madeleine? Hast du sie wiedergesehen? Madeleine ist nicht mehr dieselbe Frau, George. Immer geistesabwesend und oft krank, wie man so hört. Seit Monaten hat sie keiner von meinen Bekannten gesehen. Entschuldige, ich hätte nicht davon sprechen sollen. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Vergiss es, wir wollen das Thema wechseln. Ori, eine Sache liegt mir ganz besonders am Herzen. Und zwar, was wird aus Billy und Brad? Ich weiß nicht, was du meinst. Sie wollen hier heiraten, Ori. Auf Mont Royal. Gerade jetzt, wo alle Welt über Krieg spricht. Du kannst dir doch denken, was ihm bevorsteht, wenn es zum Krieg kommen sollte. Sicher, ich kenne die Schwierigkeiten. Und sie auch. Aber sie sind jung. Und sie lieben sich. Sie werden es schaffen. Ori, du weißt, was es heißt, nicht den Menschen heiraten zu können, den man liebt. Ja, ich weiß. Also gut, ich habe zwar nach wie vor meine Zweifel, aber ich werde Brad die Erlaubnis geben, Billy zu heiraten. Großartig.
Lass uns zusammen nach Charleston fahren. Und beiden gemeinsam die gute Nachricht bringen. Im Ernst? Du sagst wirklich ja? Danke. Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt dazu durchringen konnte. Oh, Ori, ja, ich danke dir. Ich weiß, dass er es sich anders überlegt hat. Danke für deine Hilfe. Es tut mir leid wegen unseres Streits. Ist schon gut, alles vergessen. Das muss ich gleich Ashton erzählen. Ashton? Ja, wo ist deine Schwester? Sie wollte zu James gehen. Mhm. Zur Stadthalle, um zuzuhören, wie er reden schwingt über die Sezession. Ori. Entschuldige, ich wollte euch nicht den Tag verderben. Nichts verdirbt uns heute den Tag. Rein gar nichts. Lasst mich einen Toast ausbringen. Auf euer zukünftiges Glück. Ja. Ja. Mead! Hazard, ich komme von Major Anderson. Die Garnison wurde in Alarmzustand versetzt. Was? Erwartet man Ausschreitungen, falls die Sezession verkündet wird? Was sollten Sie am besten wissen, Sir? Sie sind doch offensichtlich Südstaatler. Lieutenant Mead, das ist mein zukünftiger Schwager Mr. Ori Maine. Und meine Verlobte Miss Brad Maine. Ich nehme an, meinen Bruder George kennen Sie. Sie müssen auf der Stelle mit mir ins Fort zurückkommen. Aber er hat doch Ausgang. Jeder Ausgang ist gestrichen, Miss. Ich warte draußen auf Sie. Lieutenant. Wann werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Leb wohl. Ich liebe dich, Billy. Pass auf dich auf. Leb wohl. Wollen wir rausgehen, George, und zusehen, wie der Süden seine eigene Beerdigung feiert? Wartet, ich gehe mit euch. Brad, es könnte gefährlich werden. Ich habe das Recht dazu, Ori. Dies ist auch mein Land. Wenn du deiner Schwester gratulieren würdest, sie und Billy werden heiraten. Du kannst diese Verbindung und die Sezession nicht gleichzeitig feiern. Verdammt sei die Union! Und verdammt sei eure Union! Halt den Mund! Seht ihr Narren denn nicht, was ihr euch antut? Euch selbst, euren Kindern und uns allen! Freiheit für den Süden! Freiheit für den Süden! Freiheit für den Süden!
Mrs. Hantoon. Fobbs, du bist stinkbesoffen. Noch nicht, aber ich werde es bald sein. Weißt du was? Billy und Brad werden bald heiraten. Ori hat schließlich doch eingewilligt. Wann? Wieso hat er zugestimmt? Wir werden es bald genug erfahren. Die Frage ist nur, was werden wir dagegen tun? Ich denke, wir sollten über die Sache nicht hier nachdenken, sondern im Bett. Dann komm schon, Schatz. Sie muss hier irgendwo sein. Gefällt Ihnen unsere Siegesfeier, Mr. Hazard? Was glauben Sie denn, Hantoon? George und ich haben für die Union gekämpft und ihr habt sie zerstört. Wir haben der Welt unsere Freiheit verkündet. Wir werden sie natürlich schützen müssen. Keine fremde Macht darf hier Stützpunkte behalten. Das bedeutet, dass alles Bundeseigentum, auch das Fort, unverzüglich übergeben werden muss. Das wird alles geregelt werden, noch bevor Präsident Buchanan sein Amt niederlegt. Und wenn der alte Buick da nicht mitspielt? Dann werden wir es auf unsere Art regeln. Ich an Ihrer Stelle, Sir, würde mich in Charleston sehr zurückhalten. Ihre Yankee-Ansichten könnten manchen hier nicht gefallen. Wie gefällt dir das? Das wird der Hazard-Zweig der Familie, wenn ihr beide verheiratet seid. Falls wir je heiraten werden. Es ist schon 2 Monate her, dass Ori seine Zustimmung gegeben hat. Und ich habe Billy nicht einmal gesehen. Nicht mal zu Weihnachten. Dein Bruder sagte, dass Billys Garnison über Weihnachten von Fort Moultrie nach Fort Sumter verlegt worden ist. Sie mussten sich heimlich rausschleichen, Mutter. Im Schutz der Nacht. Aber sie haben alle Kanonen in Fort Moultrie zerstört, bevor sie abgerückt sind. Das hat die Leute hier noch mehr erregt. Und jetzt wollen sie Fort Sumter aushungern. Vielleicht erlauben sie ihnen, den Hafen zu verlassen und nach Norden zu segeln. Ori sagt, dass Billys Kommandeur Major Anderson geschworen hat, Fort Sumter zu halten, koste es, was es wolle. Obwohl so ziemlich jedes Geschütz in Charleston auf sie gerichtet ist. Brett, du darfst den Mut nicht verlieren. Präsident Davis will bestimmt keinen Krieg. Er will nur, dass wir hier völlig unabhängig werden. Es kommt nicht zum Schlimmsten. Das hoffe ich auch, Mutter. Ich bin nicht mehr ganz sicher, dass Billy und ich jemals heiraten können. Ich kann nur beten, dass er ein sicheres Kommando erhält. Selbst wenn es sehr weit weg ist von mir. Ich mache mir auch Sorgen um deinen Cousin Charles, jetzt wo auch Texas sich von der Union gelöst hat. Ich frage mich, wird er der Union die Treue halten oder wird er nach Hause in den Süden zurückkehren? Cooper, Texas, am gleichen Tag. Und Mannschaftsgrade, die treu zum Norden stehen, fertig machen zum Abmarsch. In 10 Minuten. Bewegung, Bewegung. Bleib da. Wenn es uns rein muss, dann bleibt es hin. Das stimmt. Ich kann es nicht glauben, dass es so weit kommen musste. Ich auch nicht. Und ich sollte noch ein gemeinsames Kommando zum Golf führen. Plötzlich sind wir alle Feinde, nur weil es ein paar Politiker so wollen. Ich entscheide mich für keine Seite. Ich bleibe hier. Das ist doch sinnlos. Wir haben Blut zusammen vergossen, die scheiß Verpflegung zusammengefressen. Wir waren uns näher als Brüder.
Und jetzt sollst du plötzlich mein Feind sein. Das kapiere ich einfach nicht. Pass auf dich auf, Charlie. Du auch. Oder ich zieh dir das Fell über die Ohren. Ich begleite dich raus. Lass mich lieber vorgehen. Die eine Hälfte der Männer hat sich schon entschieden. Wer weiß, was die andere macht. Da kommt wieder so einer! Hau ab! Mach, dass du wegkommst, du alter Yankee! Verschwinde! Hau ab! Wir brauchen hier keine Yankees! Lasst euch nicht provozieren, Kameraden! Immer schön die Ruhe bewahren. Genau. Corporal, Sie haben meinen Skalp gerettet, als die Comanchen darauf scharf waren. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Das vergesse ich nie, was auch immer kommen mag. Zu dumm, was? Ich wünschte, ich hätte Sie den Comanchen überlassen. Tut mir leid, dass Sie sowas sagen. Weil jeder, der hier bleibt, nichts weiter als ein Verräter ist. Was war das, Corporal? Ich sagte, wenn Sie hier bleiben, sind Sie ein feiger Verräter. Habt ihr das gehört? Mann, lass dir das nicht gefallen. Schlag ihn doch zusammen. Ja, runter vom Pferd. Ja, genau. Niemand nennt mich einen Verräter, Corporal. Absitzen. Zum Teufel mit dir. Ja. Nicht schießen. Lasst sie es austragen. Ja, so ist's gut. Gib's dem scheiß Yankee. Hebt ihn auf und schafft ihn weg. Ich bringe jeden um, der mich einen Verräter nennt. Was schreiben Sie da, Sir? Mein Entlassungsgesuch. Es ist kein Offizier mehr da, dem ich es übergeben könnte. Also lasse ich es einfach hier hängen und gehe nach Hause. Warum haben Sie sich's anders überlegt, Lieutenant Maine? Ich weiß nicht. Ich denke nie viel nach. Ich bin nur ein Hitzkopf und Kavallerist. Ich glaube, es gibt genug Philosophen im Süden. Vielleicht brauchen die mal zur Abwechslung einen richtigen Kerl. Berichte für General Scott. Die werden Sie zu ihm bringen. Nach Washington, Sir? Ich nehme an, Sie freuen sich mal, von hier wegzukommen. Aber falls es zu Kampfhandlungen kommt, wäre ich nicht gern woanders. Es wird zu keinen Kampfhandlungen kommen, nicht von unserer Seite. Ich weigere mich, in die Geschichte einzugehen, als der Mann, der den ersten Schuss abgefeuert hat. Sir? Aber ich melde General Scott, dass er nach meiner Schätzung 20.000 Mann Verstärkung braucht, um den Belagerungsring zu durchbrechen. Diese und weitere vertrauliche Informationen überbringen Sie. Sir, ich bin bereit, sofort abzureisen. Ich wünschte, Sie könnten. Aber Captain Hart muss erst die Genehmigung vom Gouverneur einholen. Ich verstehe. Falls er sie erhält, werden Sie morgen bei Sonnenuntergang aufbrechen. Packen Sie Ihre Sachen, Lieutenant. Sie werden nicht zurückkommen.
Sir? Sir! Sie sind nach Washington versetzt worden. Endgültig. Aber Sir, ich... Sir, ich bin mit einem Mädchen aus dem Süden verlobt. Ich weiß, das wissen wir alle, Lieutenant. Ist es ein Umweg? Lebt sie hier in der Nähe? Aber ja, Sir, ich könnte sie kurz noch einmal sehen. Ein anderer könnte ihr eine Nachricht überbringen, wenn Sie sie jetzt schreiben. Danke, Sir, aber ich würde gerne... Sie haben Urlaub bis morgen Abend. Was Sie in der Zwischenzeit machen, ist Ihre Sache, Lieutenant. Aber morgen Abend um 9 werden Sie im Zug Richtung Norden sitzen. Verheiratet oder nicht? Jawohl, Sir. Major Anderson? Sir? Deine Kugel zwischen die Rippen zu jagen. Das glaube ich dir gern voraus. Aber... Hast du die Pistolen? Ja. Aber pass gut auf, wie du sie lädst. In der einen darf ja nur die halbe Pulverladung sein. Preston, darf ich Ihnen nachschenken? Gern, danke, Sir. Um wie viel Uhr beabsichtigt Hazard, diese Maine zu heiraten? Mittags, laut Ashton. Die wussten schon, warum sie uns nicht eingeladen haben. Ein Mädchen aus dem Süden, das einen Yankee heiratet. Na, wenn schon. Dafür gehen wir zur Beerdigung von dem Yankee. Ashton wird uns noch eine Nachricht schicken, sobald sie erfahren hat, wann der Zug abfährt. Dann treffen wir sie auf halbem Weg. Gut. Und danach... gibt es einen Yankee weniger auf der Welt. Trinken Sie aus, Gentlemen. Wir haben noch Zeit für eine weitere Runde. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht wieder scheiden. Ich danke Ihnen, Reverend. Meine allerbesten Wünsche, Brad. Du weißt, wie ich's meine. Charles, du bist das schönste Hochzeitsgeschenk. Ich dachte, du wärst noch in Texas. Gott sei Dank nicht. Also doch, du und Brad, habe ich's nicht gesagt? Danke, Charles. Ich möchte, dass diese Heirat unsere Familien zusammenhält. Was auch immer geschieht. Das möchte ich auch. Billy, herzlichen Brad. Glückwunsch. Zu schade, dass George an eurem großen Tag... Du bist eine zauberhafte Braut. Das macht das Kleid. Ich habe mich auch wunderbar gefühlt, als ich es trug. Es hat mir fast das Herz gebrochen, dass Ashton ein neues wollte. Sei nicht traurig. Ich bin glücklich, dass ich es jetzt tragen konnte. Schwesterchen, wie lieb von dir, mich zu deiner Hochzeit einzuladen. Besonders nach meinem schlechten Benehmen in Charleston. Du hast dich schlimm aufgeführt, Ashton. Wirklich schlimm. Ich fürchte, ich hatte ein wenig Sezessionsfieber an jenem Abend. Aber James und ich lassen es uns nicht nehmen, euch später wenigstens noch Adieu zu sagen. Oh, das ist nett von euch, aber es ist wirklich nicht nötig. Aber wir tun es doch gern. Wir würden es auf jeden Fall tun. Um wie viel Uhr fährt denn der Zug? Fünf, Mr. Forbes. Ich habe hinterm Haus auf Miss Ashton gewartet. Wie Sie gesagt haben, Sir. Sie sagt, der Zug fährt um 4:30. Das hast du gut gemacht, Claes. Jetzt geh und lass dir ein frisches Maisbrot geben. Danke, Sir. Du hast es verdient. Danke. Wir sollten jetzt gehen. 4:30 Uhr. Mhm. Sonst verpassen wir sie noch. Ich wünsche euch viel Glück, Jungs. Ihr erweist der Allgemeinheit einen Dienst. Jetzt kriegen Sie Ihren Denkzettel, die Yankee-hörigen Mains. Madeleine. Was hast du getan, meine Liebe? Du hast gelauscht.
nicht wahr? Ich habe es nicht gewollt, Justa. Das habe ich doch wohl falsch verstanden. Du schickst deinen Neffen nicht los, um jemanden zu ermorden, nicht wahr? Madeleine, du bist krank. Du solltest auf deinem Zimmer sein. Du brauchst eine Medizin. Nein. Geh jetzt. Geh auf dein Zimmer. Nein, nein, ich will weg. Du gehst nirgendwo hin. Lass mich durch. Du wirst dieses Haus nicht verlassen. Mr. Justin! Was starrt ihr denn so? Schert euch in die Küche oder ich lasse euch windelweich prügeln! Ich schlag dich tot! Komm her! Elia! Mr. Lamotte ist verletzt! Helft ihm! Helft ihm! Helft ihm! Wir sehen uns an der Bahn. Bis dann, Ashton. Alles Gute, mein Kind. Du schreibst mir doch nach Washington. Washington? Ja, Washington. Auf Wiedersehen. Gebt Acht auf euch. Also dann. Fahren wir, Homer. Auf Wiedersehen. Hoffentlich bald. Mr. und Mrs. William Hazard. Oh mein Gott. Madeleine. Da kommen Reiter! Halt an! Hast du gehört, Digga? Ich sagte, halt an! Wir wollen uns von Ihnen verabschieden. Ma'am? Sie kennen meinen Freund Preston Smith? Und Sie, Sir, Sie müssen der Bräutigam sein. Lieutenant Hazard. Ich bin Forbes Lamotte. Wir haben einander nie persönlich kennengelernt. Aber ich hatte das Vergnügen, Ihre Frau zu kennen. Das heißt genau gesagt, lange vor Ihnen. Lieutenant, wir müssen weiterfahren. Sonst verpassen wir den Zug. Du wirst nicht fahren, bevor ich es will. Homer, fahr zu. Hände weg von den Zügeln. Sonst fließt Blut, und zwar deins.
Forbes, Sie sind verrückt. Was du nicht sagst, Süße. Ich bin immer noch ganz wild auf dich. Auch wenn du redest wie eine Hure aus Charleston. Lamotte, Dreckskerl. Runter von dem Pferd. Runter! Hast du gehört, was der sagt, oder täusche ich mich? Hat dieses Yankee-Schwein mich tatsächlich beleidigt? Kann man das? Ja, ich glaube, das hat er. Wenn das so ist, verlange ich Genugtuung. Billy, Billy nicht. Das wollen die doch nur. Wenn dem so ist, dann soll es mir erst recht ein Vergnügen sein. Bitte, Billy, tu's nicht. Blöder Nigger, als ein Sekundant stehst du da! Fertig, Gentlemen. Ich zähle bis 10, dann umdrehen und schießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Billy! Warte! Dich nicht ein, du Verdammter! Nein! Hast du dir leider den Falschen ausgesucht. Dieser Hund hat zu wenig Pulver in die Pistole getan. Was? Deshalb hatte die Kugel nur die halbe Reichweite. Das Ganze war ein heimtückischer Plan. Das haben wir von Madeline erfahren. Wir danken dir, Charles. Jetzt aber ganz schnell zur Bahn. Homer, bevor Preston Smith die ganze Gegend alarmieren kann. Ashton,
Ich verstehe nicht, warum wir den halben Weg nach Columbia fahren mussten. Ich dachte, wir wollten Brad verabschieden. Lass die Fragerei. Du machst mich nervös, James. Ich hatte einfach keine Lust, an dem blöden Bahnhof zu warten. Weil du geglaubt hast, dass Billy und Brad dort nie ankommen würden. Ich weiß nicht, was du meinst. Nun, ich bin froh, dich enttäuschen zu müssen. Brad und Billy sind in dem Zug, trotz allem, was du versucht hast, um das zu verhindern. Moment mal, Ori. Worum geht es hier eigentlich? Das wird mir ihre Frau jetzt gleich erzählen. Au, du tust mir weh. Ori, bist du verrückt? Was soll denn das eigentlich? Es war deine Idee, nicht wahr? Ein sogenannter Ehrenhandel, um Billy zu ermorden. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ashton, diesmal kannst du dich nicht mehr herauslügen. Ori, du machst mir Angst, wenn Mutter dich so sehe und dich so sprechen hören würde. Hör auf! Es nützt dir nichts! Madeline hat gehört, wie Forbes von dir informiert wurde, wann der Zug abfährt. Was kann man denn schon von dem irren Gerede einer geisteskranken Frau halten? Halt deinen Mund! Ich hab genug von deinen Lügen! Ganz gleich, ob du es leugnest oder nicht, du hast das gemeinsam mit Forbes ausgeheckt. Wer hat dir das gesagt? Doch nicht Forbes! Forbes kann keinem mehr irgendetwas sagen. Er ist tot, Ashton. Dank deiner Intrige. Tot? Daran bist du schuld! Du und dieser Yankee-Abschaum, den du Freunde nennst! Es tut mir leid, dass wir keinen Erfolg hatten, weil ihr alle verdient zu verrecken! Mach, dass du hinauskommst und nimm deinen Mann mit! Du gehörst nicht mehr zu unserer Familie! Glücklicherweise. Aber vergiss bei allem eins nicht. Mein Mann ist Mitglied unserer neuen Regierung und er wird bestimmt wissen, wie man mit Verrätern umgeht. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen ist. Ich weiß es. Es geschieht überall im Land. Die böse Saat ist aufgegangen, Ori. Wir werden gut für dich sorgen. Du gehst doch nie wieder zu ihm zurück. Nein, niemals. Ich bin so schrecklich schwach. Was hat er dir nur gegeben? Angeblich was zur Stärkung. Von seinem Arzt. Es war sicher eine Droge. Die Wirkung wird noch eine Weile anhalten, bevor es dir wieder besser geht. Wir müssen Geduld haben. Aber ich weiß, du wirst wieder gesund werden. Wenn du nur bei mir bleibst. Absitzen, Gentlemen, bis Sie mir sagen, was Sie wollen. Ich will meine Frau. Und du stehst mir im Weg. Ich würde das nicht tun an Ihrer Stelle. Ja.
Was wollen Sie, Smith? Das fragst du mich noch, nachdem der Yankee meinen Freund Forbes ermordet hat. Getötet, nachdem er die Herausforderung zum Duell angenommen hatte. Ihr bleibt da, wo ihr seid. Sie dürfen absitzen, Jister. Mein Vetter Ori möchte allein mit Ihnen sprechen. Ich habe Madeleine Zuflucht im Mont Royal gewährt. Wie bitte? Zuflucht? Vor Ihrem eigenen Ehemann? Das sind Sie nie gewesen. Sie haben sie eingesperrt, unter Drogen gesetzt, sie schlechter behandelt als Ihre Sklaven. Und die behandeln Sie ja nur mit der Peitsche. Jetzt hören Sie mir mal Nein, zu. Nein, Sie hören zu. Wenn Sie je wieder versuchen sollten, Madeleine zurückzuholen, dann geht das nur über meine Leiche. Und wenn Sie je wieder meinen Besitz betreten sollten, bringe ich Sie auf der Stelle um. Ich erschieße Sie wie einen tollwütigen Hund. Was wird Justin tun? Nichts, wenn ihm sein Leben lieb ist. Keine Sorge, auf Mont Royal bist du in Sicherheit. Du wirst dich von ihm scheiden lassen, wegen seelischer und körperlicher Grausamkeit. Und dann werden wir heiraten. Das klingt, als ob ein Märchen wahr wird. Es ist so wahr, wie ich dich liebe. Washington, D.C., 4. März 1861. In your hands is my dissatisfied fellow countrymen, and not in mine, is a momentous issue of civil war. The government will not assail you. You can have no conflict without being yourselves the aggressors. You have no oath registered in heaven to destroy the government. Well, I shall have the most solemn one to preserve, protect, and defend it. I'm honored that you took my advice and left your pledge to recapture all the federal forts out of your inaugural address, Mr. President. You were right, Mr. Seward, in not wanting to alienate the Southern Unionists. We can have no peace without them. Are you sure, sir, that we cannot offer more concessions to the South? They have their fugitive slave law, have they not? And I have pledged that I will not interfere with states where slavery presently exists. Now, what more can you want? Well, they perceive your vow to keep slavery out of the new territories as an economic threat, Mr. President. They fear it will not allow for Southern expansion. I believe it's time the South learned to compromise also. I intend to be president of all the United States. Dass wir nicht ins Kapitol gegangen sind, um uns dort seine Rede anzuhören. Ja. Als Redner mag ich ihn nicht. Findest du nicht, dass er sehr beeindruckend ist? Beeindruckend? Der Mann ist völlig inkompetent. Was das angeht, gleicht der Jefferson Davis aufs Haar. Aber... das ist unser Vorteil.
Wieso ist das unser Vorteil? Weder der Norden noch der Süden sind auf einen Krieg vorbereitet, auch wenn sie immer damit drohen. Wenn es zum Krieg kommt, wird er lange dauern, weil keine Seite wirklich darauf vorbereitet ist. Je länger er dauert, desto besser für die, die keine Interessen haben außer ihren eigenen. Du rechnest mit einer Blockade der Häfen in den Südstaaten. Ganz richtig, Burdetta. Eines habe ich gelernt in der Armee. Um Geld zu verdienen, gibt es nichts Besseres als einen Krieg. Und wenn es nicht zur Blockade kommen sollte? Madame, Sie sprechen mit einem militärischen Genie. Eine Blockade der Häfen im Süden ist unvermeidbar. Investier in mein Schiff und ich werde dich reicher machen, als es dein verstorbener Mann je konnte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du sein Geld mehr liebst als mich. Mein Gott, ja, ich liebe sein Geld. Und ich werde meine ganze Liebe dir und vor allem diesem wunderbaren Kapital widmen. Du musst mich lieben, denn ich habe noch nie Geldgier mit Leidenschaft verwechselt. Meine allerteuerste Burdetta. Hättest du das Geld nicht, um es in mein Schiff zu investieren, würde ich mir ein Bett suchen, in dem ich es finde. Du bist ein Teufel und ich weiß nicht, ob es klug ist, mit dir in den Süden zu fahren. Wenn ich erst meine Uniform abgelegt habe, wirst du sehen, was für Geschäfte wir mit dem Geld deines verstorbenen Mannes machen können. Aber ganz wie du willst. Ich habe Freunde im Süden, die sich sehr freuen würden, mich wiederzusehen. Und ich habe Feinde. Die würden überrascht sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann George wieder eingezogen wird. Soviel ich weiß, legt Lincoln besonderen Wert auf West Point-Offiziere. Ich glaube nicht, dass George besonders scharf darauf ist. Aber ich freue mich. Und das solltest du auch. George ist ein Idiot, dass er an diesem Krieg nicht so viel wie möglich verdienen will. Er sagt, er will kein Kriegsgewinnler sein. Man sagt doch, Geld stinkt nicht. Vor allem dann nicht, wenn es uns wieder zur Macht verhilft, in Hazard Iron allein zu bestimmen. Sobald George zur Armee muss, werden wir die Kontrolle erneut übernehmen. Dann wollen wir mal sehen, wo dein Bruder bleibt. Er und seine irische Nutte. Vorsichtig. Ja, ja, vorsichtig. Es ist schrecklich, dass ich schon wieder weg muss. Besonders jetzt. Es ist doch nicht deine Schuld. Die vielen Regierungsaufträge sind eine große Belastung für dich. Ja, wirklich. Man könnte glauben, Hazard Iron sei der einzige Hersteller im Norden von Kanonen und Mörsern. Schlimm, dass Lincolns Rede keine Klärung gebracht hat. Das war wohl kaum möglich. Jetzt, nach seiner Amtseinführung, ist der Krieg wahrscheinlicher denn je zuvor. Ach, noch was. Wenn irgendwas passiert, lässt du es mich sofort wissen. Dr. McLean sagt, es dauert nur noch ein paar Tage. Kümmer du dich nur um die Gießerei, mein Liebling. Es wird schon werden. Guten Morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh mein Gott. Virginia! Wir brauchen Hilfe, um Miss Virginia auf ihr Zimmer zu bringen. Holen Sie jemanden. Nein! Sollen Sie doch in ein Hotel gehen! Oder in ein Krankenhaus! Oder der Teufel soll sie holen! Hier kann sie jedenfalls nicht bleiben. Stanley, glaubst du, sie käme hierher, wenn sie woanders hingehen könnte? Das ist es ja gerade! Egal, was sie tut, du empfängst sie immer wieder mit offenen Armen, ohne dabei an uns zu denken.
Ich würde gern wissen, was George dazu sagt. Genau an George denke ich dabei. Dieses arme Wesen ist ihr eigener schlimmster Feind und ich ahne ihr tragisches Ende voraus. Ich will nicht, dass George sich schuldig fühlt, wenn es dazu kommen sollte. Oh, jetzt hat sie auch noch die irische Gabe des zweiten Gesichts. Jedenfalls werden wir nicht zulassen. Sei still, Isabel. Virgilia ist auch meine Schwester. Und du bist verantwortlich für sie, solange sie in diesem Hause ist. Einverstanden. Was ist denn, Liebling? Du hast den ganzen Tag kein Wort gesprochen. Ich muss für eine Weile verreisen. Ich habe mit Charles gesprochen. Er wird seinen Militärdienst zunächst aufschieben, damit er, wenn ich weg bin, bei dir sein kann. Um mich vor Justin zu beschützen? Ich traue ihm nicht. Aber solange Charles hier ist, wird er nicht wagen, etwas zu unternehmen. Wohin fährst du? Zu George, weil ich mit ihm über unsere Partnerschaft reden muss. In den Norden? Aber wenn der Krieg ausbricht, gehört Pennsylvania zu unseren Feinden. Ich weiß. Aber die Regierung verlangt, dass die Spinnereien Kriegsmaterial produzieren. Und George hat sein Geld nicht investiert, damit es gegen ihn verwendet wird. Das heißt, du willst George ausbezahlen. Aber woher nimmst du das Geld? Durch eine Hypothek auf Montreal. Was? Ich habe Mutters Erlaubnis. Sie ist mit mir einig. Es ist eine Frage der Familienehre. Südstaatenstolz. Dein Stolz. Und deshalb liebe ich dich. Wir sind Südstaatler und haben noch unsere Ehre. Und nichts wird sie uns nehmen. So, also sieht eine halbe Million Dollar aus. Ziemlich schäbiges Köfferchen für so viel Geld. So ist es. Je weniger es auffällt, umso besser. Ori, diese Reise ist zu gefährlich. Ich bitte dich nochmal, lass mich fahren und bleib du hier bei Madeline. Nein, ich schulde George mehr als nur Geld. Es ist eine Verpflichtung und ich muss sie erfüllen. Es gibt noch einen anderen Grund, nicht wahr? Ich will ihn noch einmal wiedersehen. Es könnte vielleicht das letzte Mal sein. Vorwärts! Laden! Konföderiertenbatterie Charleston Hafen, 12. April 1861. Erste Batterie! Fertig! Fort Sumter, 12. April 1861, 4.30 Uhr. Ziel einrichten! Ziel im Visier, Sir! Achtung! Fertig! Feuer! Thank you.
Aufgestanden zum Tagesbefehl. 12. April 1861. Um 4.30 Uhr heute Morgen wurde auf die Garnison der Vereinigten Staaten in Fort Sumter geschossen. Sie steht jetzt unter fortgesetztem Artilleriebeschuss der rebellierenden konföderierten Staaten. Unsere Nation ist angegriffen worden, ohne provoziert zu haben. Wir befinden uns jetzt im Krieg. Möge Gott die Vereinigten Staaten von Amerika erhalten und beschützen. Amen. Keine Sorge, Herrschaften, es ist nur ein Güterzug entgleist. Die Gleise werden in Kürze geräumt sein und dann geht es weiter. Ich verlasse mich auf den alten Bo. Der pustet diese verdammten Yankees wie nichts aus Fort Sumter raus. Wird gar nicht so leicht sein. Beauregard ist zwar ein guter General, aber dieser Major Anderson ist verdammt zäh. Sumter ist gefallen! Sumter ist gefallen! Sumter ist gefallen! Anderson kapituliert! Ich bin gerade über den Telegrafen gekommen. Sumter ist gefallen! Scheint Sie nicht sonderlich zu freuen, Sir. Sind Sie ein Nordstaaten-Sympathisant? Meine ganze Sympathie gilt dem Süden, Sir. Dieses verdammte Pack da unten. Denen werden wir es zeigen, was, Ed? Glauben, sie können uns in die Pfanne hauen, haben sie sich aber schwer getäuscht. Sie legen doch keinen Fuß auf den Boden mit ihrer Rebellion. Hey, entschuldigen Sie, Sir, ich bitte um Verzeihung. Was war das, Mister? Ich möchte hier durch, ich muss den Zug erreichen. Na sowas, da haben wir einen richtigen Sklaventreiber. Was hast du denn in dem Koffer? Ich warne euch, lasst mich durch. Aus dem Weg! Entschuldigung, Sir. Mein Mann und ich sind auch aus South Carolina. Schauen Sie, das habe ich für ihn gemacht. Das tragen alle, die für die Union sind. Kaufen Sie sich das Echte dann da, wo Sie hinfahren. Ich danke Ihnen, Madam, aber glauben Sie wirklich, dass wir zu dieser Art von Tarnung greifen? Tragen Sie es. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Danke. Aber es ist schön, dich zu sehen. Wir freuen uns beide riesig, Ori. Danke, Constance. Wir haben eine Menge zu besprechen, Ori. Fangt ihr beide schon mal ohne mich an. Ich bin gleich wieder da. Schön, was du über Madeline geschrieben hast. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr wir uns freuen, dass ihr beide endlich vereint seid. George, ich hatte schon alle Hoffnungen aufgegeben. Es ist wie ein Wunder. Virgilia? Ist sie wieder zu Hause? Ja. Sie ist krank und mittellos. Constance hat es nicht übers Herz gebracht, sie abzuweisen. Ich dachte, ich sollte dir das Beste von allem zeigen. Oh nein. Da ist sie ja. Ach, ist die aber entzückend. Na? Ach, ihr könnt sehr stolz sein. Das sind wir auch. Als sie geboren wurde, hat George allen Männern in Lehigh Station eine große Zigarre geschenkt. Sogar dem kleinen Hunter, der erst 6 Monate alt ist. Wie heißt sie? Hope. Hope? Ganz reizend. Stell jetzt keine dummen Fragen, AG. Tu, was ich sage.
Geh zu Murphy's Saloon, so schnell wie du kannst. Und sag, was du ausrichten sollst. Ja, Ma'am. Ich bleibe auf und warte. Was, dafür hast du dein Leben riskiert? Nur um mir das Geld zu bringen? Ja, natürlich. Es ist dein Geld. Es gehört nicht der Regierung im Süden, sondern dir. Du hast es nicht im Süden investiert, damit es dort beschlagnahmt wird. Du hast es für mich getan. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das habe ich nicht erwartet. Aber so wie ich dich kenne, hätte ich es mir fast denken können. Ehre ist ein Begriff, der heutzutage nicht mehr allzu sehr gefragt ist, Ori. Du bist zwar nicht sehr zeitgemäß, aber dafür umso wertvoller. Wir haben gehört, dass du es mit dem Süden hältst. Sie sind hier, um dich zu holen. Und ich habe dafür gesorgt. Um Himmels Willen, warum? Weil er ein Verräter ist. Ein Sklavenhalter. Er und seinesgleichen haben Grady ermordet. Die Miliz hat Grady erschossen. Das spielt keine Rolle. Die Gerechtigkeit muss siegen. Ich hoffe, sie töten dich. Ich hoffe, sie töten dich. Dieses Schwein muss sterben! Gib ihm raus! Schick ihn her, was er sagt! Gib ihm raus! Er mit dem Hund! Er mit dem Sklavenhalter! Um 11 fährt noch ein Güterzug. Vielleicht kannst du mitfahren. Ich glaube, es wäre das Beste. Versuchen kann ich. Seine Familie soll nicht gefährdet werden. Das hat Virgil ja bereits getan. Ich gehe durch die Hintertür. Du wirst den Teufel tun, da warten sie wahrscheinlich auch schon. Überlass das mir. Geht bitte auf eure Zimmer und bleibt dort! Wie in alten Zeiten. Gehen wir. Zu, Leute, es ist eine alte Armeeregel. Wer den Befehl erteilt, hat auch die Verantwortung. Gib ihn raus, Hazard, er ist ein Südstaatler! Dieser Mann ist kein Verräter! Wir waren beide zusammen in West Point. Er hat in Mexiko unter General Scott gekämpft, an meiner Seite. Ich kenne die meisten von euch. Ihr seid meine Nachbarn. Aber den ersten Mann, der hier raufkommt, erschieße ich! Er meint's ernst, lassen wir's lieber. Er will uns doch bloß einschüchtern. Ich hasse Kiel, aber gerne Kopf und Kragen. Vorsicht, Mann! Steck den Revolver weg! Wir können ihn kriegen! Hol ihn dir doch selbst. Lohnt sich nicht, dafür zu sterben. Hazard würde nie mit den Südstaaten gemeinsame Sache machen. Er verteidigt doch nur seinen Kriegskameraden. Es war knapp. Wir sind noch nicht über den Berg. Ich fühle mich erst wohler, wenn du im Zug sitzt. Gott schütze dich, Ori. Bis wir uns wiedersehen. Hoffen wir es. Wir sehen uns wieder. Sei bitte vorsichtig. Natürlich.
Ich gehe jetzt, bevor George zurückkommt. Es tut mir leid, dass es dazu kommen musste, Virgilia. Das war das letzte Mal, Constance. Ich werde nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen. Sag das nicht. Es ist dein Zuhause viel mehr, als es meins ist, Virgilia. Du bist hier geboren worden. Aber du hast heute Abend vergessen, dass Ori unser Freund ist und er konnte erwarten, sich hier sicher zu fühlen. Solche Leute wie ihn toleriere ich nicht. Selbst wenn sie Freunde der Familie sind. Ich weiß das. Du bist eine Fanatikerin. Ich weiß auch, dass du es schwer hattest nach Gradys Tod. Und sicher ist es für dich nicht leicht gewesen, das alles so allein durchzustehen. Eins halte ich dir zugute, Constance. Du hast es versucht, mich an diese Familie zu binden. Wieder und wieder hast du es versucht und dafür danke ich dir. Aber es ging einfach nicht und das wird es auch nie. Sag das nicht, du gehörst zu ihnen und eines Tages... Nein, zu denen gehöre ich nicht. Nie im Leben. Weißt du, wenn ich mir meine Brüder anschaue und meine Mutter, sie sind mir im Grunde mein ganzes Leben lang fremd gewesen. Sie verstehen mich überhaupt nicht. Sie interessieren sich nicht für meinen Kampf. Oh ja, manchmal tun sie so, aber das ist dann auch alles. Aber sie würden für meine Sache keine Opfer bringen. Sie haben ja auch nie Hunger und Not kennengelernt. Ich fürchte, das wird auch noch auf uns zukommen. Und zwar für beide Seiten. Dann soll es doch geschehen! Freiheit entsteht nun mal nur aus Blut und Feuer! Nur das kann mich reinwaschen von meinen Sünden. Virgilia. Ich habe gesündigt. Ich habe einen Mann mit schwarzer Haut geheiratet. Aus dem Süden habe ich ihn in unsere Welt gebracht. Constance, weißt du, was meine wirkliche Schuld ist? Die Liebe. Denn nur meine Liebe hat Grady getötet. Und das werde ich mir nie verzeihen. Es geht dir nicht gut. Wo willst du hin? Nach Washington, wo die Macht ist. Wo es Männer gibt, die zu meiner Sache stehen. Männer, die Einfluss und Macht haben, um bestrafen zu können. Strafe ist Gottes Sache, Virgilia. Meine Augen haben das Kommen des Herrn auf Erden gesehen. Wovon willst du leben? Ich habe Mittel. Leb wohl, Constance. Ich glaube, diese Dinge gehören dir. Jetzt nimm sie und geh. Was wirst du tun, wenn der Süden dir ein Kommando anbietet? Das haben sie schon. Als Brigadier in ihrem neuen Kriegsministerium. Anscheinend ist meine Verletzung dabei kein Hindernis. Aber jetzt, da ich Madeline und damit mein Glück... Gott sei es gedankt. ...wünschte ich mir, Montreal nicht verlassen zu müssen. Bis sie geschieden ist und wir verheiratet sind, weil ich sie dort nicht allein lassen kann.
nehme an, du gehst mit Constance und dem Baby nach Washington. Man hat mir eine Stellung im Generalstab angeboten. Ich muss mich bald entscheiden, aber ich weiß noch nicht wie. Stanley könnte die Gießerei leiten. Lincoln will alle Absolventen von West Point. Das will Davis im Süden auch. Weißt du, vor Jahren hat man mal gesagt, wir von West Point würden große Armeen führen. Aber wer hätte geahnt, dass wir sie gegeneinander führen würden? Wie die Dinge liegen, hätten wir uns nie wiedersehen sollen. Erinnerst du dich noch daran? Unsere 10-Dollar-Wette, dass ich den Abschluss in West Point schaffen würde. Ganz recht. Vielleicht sollten wir noch mal wetten. Jeder behält eine Hälfte. Und wir setzen sie wieder zusammen, wenn der Krieg vorbei ist. Wenn der Krieg vorbei ist. George. Glaubst du, wir hätten etwas tun können, um das alles zu verhindern? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatten wir irgendwann mal eine Chance. Wir haben sie verpasst. Oder leichtfertig vertan. George Hazard von Hazard Iron. Ich baue diese Kanonen. Wo sollen die hin? Washington. Präsident Lincoln befürchtet, die Rebellen wollen das Kapitol angreifen. Warum haben sie den Zug angehalten? Ein besonderer Fahrgast. Dieser Mann reist im Auftrag des Kriegsministeriums. Da ist jede Menge Platz. Verbindlichen Dank. Ori, einen Moment noch. Du solltest lieber das Echte tragen.